Schnitt. Super. Danke. Müssen wir damit machen. Die Volkshilfe Burgenland engagiert sich weiter, um das finanzielle Leid der armutsgefährdeten Menschen zu lindern. Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Doms betont, dass niemand, aus welchen Gründen auch immer, an den Rand gedrängt und sozial isoliert werden soll. Darum wurde in Oberpullendorf ein Sozialmarkt mit anschließender Schatzgrube feierlich eröffnet. Der Sozialmarkt Oberpullendorf besteht aus 4 Säulen. Dem Sozialmarkt für Lebensmittelprodukte, dem Sonnencafé, der Schatzgrube mit Secondhand-Produkten und der Sonnenmarkt-Galerie. Dieses vielfältige Angebot schafft nicht nur Zugang zu erschwinglichen Waren, sondern auch die Möglichkeit für soziale Interaktion und Austausch. Der Lebensmittelmarkt im Sonnenmarkt lebt von Sachspenden der Lebensmittelhändler. Die Waren werden zu einem Bruchteil des Verkaufspreises angeboten, wobei die Volkshilfe Burgenland auch eng mit Soma Österreich zusammenarbeitet und Waren direkt vom Produzenten bezieht. Das Sonnencafé im Sonnenmarkt Oberpullendorf ist ein offener Treffpunkt für Menschen aus allen Einkommensschichten. Hier sollen sich Menschen treffen, kommunizieren und austauschen können. Um diese Vision umzusetzen, wird die Erwachsenensozialarbeiterin Denise Gradwohl der BH Oberpullendorf regelmäßig vor Ort sein und Veranstaltungen sollen regelmäßig stattfinden. Ich als Erwachsenensozialarbeiterin werde im Sonnenmarkt ca. 2-mal die Woche für 2 Stunden vor Ort sein und in der Begegnungszone anzutreffen sein. Für vertrauliche Gespräche gibt es auch eigene Räumlichkeiten. Die Schatzgrube im Sonnenmarkt bietet Secondhand-Produkte wie Kleidung, Möbel und Kinderspielzeug an. Dieser Bereich steht allen offen und betont den Gedanken der Wiederverwendung. Schon bei der Eröffnung des Sozialmarktes hat Geschäftsführer der Volkshilfe Burgenland Markus Kaiser bemerkt, dass viele Menschen schon am Eröffnungstag das Formular ausgefüllt sowie eingekauft haben.